Was ist jetzt mit Sturmmaske unten? Hast du den jetzt niedergeschlagen, oder? Ja, der steht hier. Okay, ja, dann nimm ihn mit hoch. Ich schleife die Pistole nur noch schnell, keine Angst. Ich kann ihn ja abholen da unten. Du kannst hoch. Soll ich auch meine Weste gleich noch wegschaffen? Da können sie noch anbehalten. Dann, aber die dürfen ja, dann können sie aber abgeben. Sicher sein, dass ich wirklich nichts mehr einstecken darf. Sie erlauben noch, dass ich mein hochwertiges Auto abschleppen lasse? Ja, klar. Oder er kann auch die Schlüssel geben, dann machen wir das. So verlassen hier in der Gegend rumstehst. Was ist denn aus Hausparty jetzt da unten geworden? Ja, ich nehme ihn jetzt mit. Ach, du hast ihn jetzt festgenommen? Hast du Kommunikationsmittel weggenommen? So. Ja. Interpol, du auch? Ach, Herr Olaf. Ja, ja, hab ich schon. Waffe hat er alles weggesized, er will gleich noch seine Weste wegschauen. Ja, schönen guten Tag. Ich sag euch gleich, ich hab einen riesen Hunger. Okay, also. Ja, das ist doch super, wir haben Erdbeerkuchen. Erdbeerkuchen mit Schinken, extra für Sie. Wunderbar. Mit Schinken sogar. Morgen in der Pfanne hab ich den gemacht, den Bacon. Sehr schön, ich hab auch noch ein bisschen Nachtisch für uns dabei, wenn ihr wollt. Oh, natürlich, gerne. Das ist ja geil. Aber ihr müsst Kaffee kochen. Wir finden bestimmt noch was schon zu rauchen. Ha, super. Spielen wir mit dem gleich ein Spielchen? Papa, hast du noch was zu rauchen in der Base? Ja, ich glaube schon. Wenn man Hausaufgaben sind. Morgen gut. Soll ich schon mal einsteigen? Und fesseln bitte. Ja. Ja, steigen Sie ein. Beziehungsweise... Ich hab den schon gefesselt und abgefunden. Nee, einer von euch einsteigen hinten und ihm explizit sagen, dass er jetzt an den Stuhl gefesselt wird und nicht mehr aussteigen kann. Ach so. Ja, warte, ich mach mal eben. Wir sollten jetzt auch nicht ewig herumsitzen, es sind, ich glaube, noch ein paar Cops da. Ja, deswegen, ich weiß nicht, worauf ihr wartet, kommt alle her. Und der Hausparty wird jetzt hochgefahren, oder? Nee, das machen wir nur auf Wunsch, wenn sie auf sowas stehen soll. Ja, kommt zu euch. Top, hast du gehört? Hausparty kommt zu uns hochgefahren. Ja, der ist gleich bei euch. Ja, ich gebe Gas. Aber dem Heli passiert nicht viel. Aber mal reinkommen, wer ist da draußen noch? Rein. Nee, der wird für uns hochgefahren. Ach so. Ach, ich hab verstanden, der fährt jetzt... Ach so. Nee, der kommt wollt ihr, hoch. Wollt ihr den mitnehmen, Hausparty? Ja, logisch, alle rein hier. Haben wir so ja, zwei Plätze haben wir noch. Komm rein, Sturmmaske. Der soll das Auto sizen, wenn er will. Na, sizen nicht, aber im Pounden, ja. Die Fresse vom Fenster. Tag, gleich rein. Hausparty, kannst du bitte noch meine, Limo impounden? Haben wir denn eigentlich alle Cops hier auf dem Server? Keiner fehlt. Was sagst du da bitte? Das wird nee. Lucky ja, Bee fehlt noch. Ich möchte zu ihm freundlich sein. Weil wir können ja mehr. Hey, raus, geh raus. Du kannst den Kopf nicht draußen alleine stehen lassen. Okay. Rennt doch nicht weg. So geil. Das ist ein netter Kopf. Ja, eigentlich kann er weglaufen. So, Officer House Party, auch Sie werden wir einmal hier festbinden, damit Sie nicht fliehen. Zur Base? Jo. Ja, nochmal. Tu den Handschellen extra. Ja, Sache an den Füßen. Ja, ja. Mikrofon muted. Wäre doch nicht nötig gewesen. An den Füßen. Ich hab doch nicht vor zu fliegen. Wir wissen auch, dass der Kopf immer so schnell laufen kann. Er hat mir sogar mal meine Sprungklemme wieder repariert. Nicht, dass sie mit dem Kopf die Scheibe einschlagen und rausspringen. Mikrofon activated. Wieso? Die Scheibe kann ich immer noch einschlagen mit dem Kopf. Dösungs. Aber nicht rausspringen. Oder die Arme können nicht mehr springen. Dann binden wir jetzt ihren Kopf auch noch fest. Der Olafsen wird mal eben seine Zwangsjacke auspacken und ihn anlegen. Mikrofon muted. Du weißt schon, dass du alle Zwangsjacken anhast. Also alle in deinem Haus hast zumindest. Brauchst du ja immer, um ruhig schlafen zu können. Ich glaube nicht, dass der Herr Officer Selbstmord gefährdet ist. Der wird schon nicht rausspringen. Und hat sich komplett gemutet. Aber Herr Interpol? Ja? Er hat sich gemutet? Nicht mehr sollen den Offroader besser verstecken. Der ich lag 20 Meter hinter ihm, falls ihr mich nicht bemerkt habt. Der fährt. Gut Jungs, wir werden mit dem was ganz Faires machen. Ich weiß nur, sie war kennt einer von denen schon Survival? Nein. Ich glaube nicht, oder? Ja, Hausparty schon. Aber echt? Ja? Ja. Gut, also pass auf, der Rekrut macht uns einen Gottesdienst, dann werden wir dran teilnehmen. Eine Sportlimo.
da kann er für das Glück seiner Kollegen beten. Den Rekrut lassen wir dann auch laufen einfach. Wenn er ein gutes RP da macht, bin ich dafür. Mit dem Slash machen wir Survival spielen. Was machen wir mit Hausparty? Wir müssen uns irgendwas machen. Haben wir drei Stück? Boah, ja. Nach gestern muss das mit dem Hausparty irgendwas richtig Fieses sein. Noch ein Triathlon. Turbo, wie geht's eigentlich der Familie? Wie ist denn gestern vor allem, ausgegangen? Ich glaube, ihre Tante war. Sie meinen Tante Gerda. Klingt man da nach Mollers genau. Zur Kirche? Ja. Oder ist das eine geschlossene ja, Kirche? Ich weiß es gar nicht. Oh, kannst du das mal... Aber jetzt, wo sie in Rente ist, keine Jute mehr kauft, hat sie ein neues Projekt ins Leben gerufen. Sie möchte gerne Altes schöner machen. Wissen Sie, sie sammelt jetzt Geld, um Bäume zu pflanzen, weil die Inseln sind ja hier sehr karg. Und vielleicht sind sie ja auch gewillt, etwas zu spenden. Und Tante Gerda kommt sicher bei Ihnen vorbei im Lager und wird Ihnen einfach wunderschöne Birken oder Trauerweiden pflanzen, wenn Sie möchten. Ah, zu sprechen mit, dann mit Tante Gerda, wenn sie wieder da ist, ne? Das ist sehr nett. Oh je, wer fliegt denn da? Wer fliegt denn da? Ja, ja ich. Bestimmt damit oh nicht. Gott. Ich hab doch jetzt also zwei hier, Komma pro Müll. Können wir dich mal hier halten? Ich finde das hier sehr schön. Ich würde mir das sehr gerne mal angucken. Rekrut oh ja, Hugo, ich habe Ihnen schon mal eine kleine Spende gegeben. Falls Sie das überleben sollten, können Sie die ja direkt Ihrer Tante geben. Ja, ich habe es gesehen. Ich finde es auch sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Welcher Seite sitzen Sie denn? Links oder rechts? Also ich mag dieses große Gebäude hier. Sound muted. Also ich habe gehört, dass es hier in diesem Hotel spuken soll. Man erzählt sich da so Geschichten bei uns, Rebellen, dass da immer so eine alte Frau herumgeistert und alle... Wie sind Rebellen? Oh mein Gott, nein. Doch, eigentlich schon, ja. Hätte ich das mal vorher gewusst. Da wären sie nicht eingestiegen, was? Oh Mann, ich stehe auf alte Frauen. Ja, da können sie ja hier mal eine Nacht bleiben. Es gibt wohl schöne, viele Zimmer. Ja, das ist gut zu wissen, dann muss ich mal in Zivilkleidung hier rüberkommen. Ja, wir können sie auch gerne mal abholen, ja, am Checkpoint. Finden Sie, steht das Gebäude denn zum Verkauf hier? Also ich habe jetzt nee, die einzelnen, nur die einzelnen Apartments. Ach, die einzelnen Apartments. Naja, wenn ich mich zur Ruhe setze, vielleicht kaufe ich es mir und vermiete an Sie die Apartments. Müssen Sie nicht mehr in Zelten wohnen, das wäre doch wunderbar. Ja, also Herr U.U. Stieglitz, da Sie ja nun jetzt gleich den Gottesdienst führen wollen, sind wir in unserer gemeinschaftlichen Kirche, werden wir jetzt hinfliegen, haben Sie gerade eröffnet. Und dort können Sie dann Ihren Gottesdienst für uns abhalten und für Ihre Kollegen nochmal beten. Ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Ja, das finde ich wunderbar. Hey, wo? Nein, halt! Hm? Was? Ich jetzt der Heli auf. Hauptstädtig mal in die Kirche ran. Rechts, links, ein. Interpol, was machst du denn für einen langen Hals hier? Wer ist eigentlich der bessere Schütze? Du oder der Hausparty da? Ich würde sagen, der Hausparty. Ja, hat ja alles mitgefindet. Ach krass, er hat mich nicht umgebracht. Nur weil er nett war, ja. Ja, ich habe auf euch noch gar nicht geschossen gehabt. Ich wusste noch nicht mal, dass ihr überhaupt da seid. Erst als der Heli gekommen ist. Ich hab auch nicht gesehen, ich mir nicht vergessen loszubinden, bevor ihr alle aussteigt. Nach 20 Minuten fällt es ihnen dann auch mal ein. Naja, wir binden sie jetzt mal alle los. Der Hausparty hat sie anscheinend schon selbst befreit. User joined your channel.
So, Hugo, bleiben Sie mal stehen, die humpeln hier wieder. Oh, vielen Dank. Ja, die Massage hat gut getan. Moment, wir haben hier noch hier Fesseln an den Füßen, die mache ich mal ganz kurz weg. Aber jetzt sollte es eigentlich besser sein. Da versucht er sich mit Fesseln wegzurollen, der Hauspark. Wir haben schon gute Bauchmuskeln. So, Herr Flash, Ihnen nehme ich jetzt auch noch Ihre schöne Plüschfesseln ab, ja? Sie können jetzt also wieder ganz normal laufen. Das ist aber sehr nett. Gehen wir jetzt zum Erdbeerkuchen über. Ja, erstmal gibt's natürlich den kleinen Gottesdienst, dann werden wir noch ein bisschen essen, nach dem Gottesdienst natürlich erst, also so Brot und Wein, Sie kennen das ja. Ja. Und danach müssen wir mal schauen, was wir noch mit Ihnen anstellen, aber es gibt da schon so ein paar Pläne. Aber es ist eine kleine Überraschung, ja. Muss ja auch sein. Ja, ich freue mich schon drauf. Ich bin immer für Überraschungen zu haben. Deswegen haben wir Sie ja auch so gerne bei uns hier oben. Also hier gibt es auch sehr schöne Immobilien, das kann ich Ihnen schon mal verraten, falls Sie dann irgendwann, wenn Sie Rentner sind, hier wohnen möchten. Hier sind keine spielenden Kinder, keine Kindergärten, keine Schulen, nur alte Leute. Ah, also hat man schön seine Ruhe, ja? Ja, genau, man kann sich gegenseitig beobachten, aus dem Fenster mit dem Fernglas, so wie das die Rentner machen. Ja, das ist viel wert. Also kann ich nur empfehlen. Ich hab kein Fernglas, Entschuldigung nochmal bitte. Ihr braucht kein Fernglas, alles gut. Lass mitkommen hier. Warum geht ihr nicht zur Kirche? Hopp. So, wir gehen jetzt zu dem Gottesdienst, den wir schon angekündigt hatten. Folgen Sie einfach dem Kollegen da vorne. Der Hausparty möchte in eine Moschee. Sag Niedersach ist kein Ponyhof. Frag ihn einfach mal, sind wir hier bei Wünsche was oder bei Denkste? Er möchte sterben. Wir können ihn drück ja ihm mal ein Essen rein und gib ihm mal ein Essen und ein Trinken und drück ihn das rein. Sag, du machst Zwangsernährung. Du führst ihm das Anal ein. Nun, da ich ja den Gottesdienst abhalten werde. So, erstmal sind auch noch die anderen Stopps. Jetzt können sie nichts mehr sagen und dann rein da. So, meine Waffe lege ich mal eben in den Hummingbird. Kannst auch deine Toolkits reinlegen und dann die Waffen in den Rucksack, das hab ich gemacht. So, Leute, rein geht nicht in den Rucksack. Achso, okay. Ja, kommt einer, tut euch nicht hinter Toast der Kopf. Irgendwie, ach ne, da hinten sind wir. Wo ist Hausparty? Hinter Hugo hier. Achso. Topper, bist du am Wochenende da? So, Officer Hausparty, auch Sie werden sich jetzt gesittet mal hinsetzen. Wir müssen ja den Rekrut Hugo hier nicht bei der Predigt stören. Nicht da hinsetzen, schön auf dem Stuhl hier. Herr Hauspartei, kommen Sie mal mit. Setzen Sie sich mal hier links neben den Herrn Flash oder da rechts, ja, ist auch in Ordnung. Setzt man sich dann so hin? X. Alpha X? Ja. Können wir noch nicht mal irgendwo zwischen. Mit V rein. Müsst ihr ja auf die Bänke setzen und nicht daneben. Setz dich doch mal mitten rein, nicht vorne vor, Junge. Ich hab aber bei den alten Holzbänken immer Angst, dass ich mir Schliffer in den Po hol. Was? Splitter in den Po? Nun, aber da wir hier in einem Haus Gottes sind, möchte ich Sie doch bitten, alle die Kopfbedeckung abzuziehen. Das ist gut. Kopfbedeckung abzuziehen. Da hab ich jetzt gar keinen Platz mehr für. Olaf, ich hoffe, du nimmst auf. Natürlich. Durch die Nacht, das Nachtsichtgerät auch weg. Sonnenbrille ist ja auch unhöflich. In der Brille. Silent mach mal deinen alten Schmeck. Dombrillen aus. Ist doch hell genug hier. Ja, wahrlich. Außer es ist eine Lesebrille natürlich. Selber hat die Sonnenbrille noch an. Nun, da hinten sehe ich noch einen Herrn mit einer Kopfbedeckung sitzen. Pali. Pali, Kopfbedeckung. Pali. Ja. Ach, das neu. Und ihr wurde auch. Der hat einen Gilly an. Das ist doch egal. Nun, ich werde mit der Predigt beginnen. Wir haben uns heute hier versammelt, um den salzigen Pudding des Meisters zu rufen.
Ich muss kurz auf Klo, Jungs. Nimm's auf, bitte. Das im Jahre 1867. Bevor Jesus Christus auferstand. Fall back! Er war der einzig wahre Gott. Und er vergab den Leuten. Aber nur... Ey, Jungs, ich kann nicht mehr. ...wie den salzigen Pudding des Meisters aß. Und euch Rebellen, weiß ich, ihr habt viel Blut vergossen, so wie meine Kollegen hier auch. Und auch ich möchte euch vergeben, da ihr auf den falschen Pfaden in Altes wandelt. Und so möchte ich euch bitten, die sich zu erheben, die vergeben haben wollen und den salzigen Pudding des Meisters kosten wollen, um die wahre Vergebung zu erfahren. Microphone activated. Da vorne möchte niemand Vergebung haben, sehe ich. Da sitzt noch ein Herr. Der ist eingeschlafen. Herr Clint Eastwood. Möchten Sie nicht erlöst werden von Ihrem Leben? Kommt gleich wieder. Der schifft gerade in seinen Katheter. Da mir leider alles abgenommen wurde und ich keinen geistigen Pudding dabei hatte, werden wir dies nur dämonisch machen. Ich werde dir jetzt alle sehen. Zu meinem Kumpel drüber, der ich würde sagen, alle salutieren, oder? Und gebe nun jedem, der hier vorkommt, symbolisch den salzigen Pudding. Ich bitte vorne anzufangen und die Reihe durchzugehen, um den Pudding zu empfangen. Der Rebell Interpol, Sie sind begnadigt für all Ihre Sünden. Nehmen Sie nun den salzigen Pudding entgegen. Vielen Dank. Schön. Sie können sich wieder setzen. Nun kann der Nächste kommen. Was macht ihr? Du musst aufstehen. Wir empfangen den salzigen Pudding. Auch Silent Assassin. Auch ihm. Was muss ich sagen? Einfach nur nach vorne gehen gleich. Aber du bist nicht an der Reihe. Möge der Meister immer mit ihm sein. Kann ich mehr. Und Herr Lucky Strike, auch Sie bekommen den salzigen Pudding, wenn Sie Ihre Sünden vergeben haben wollen. Seien Sie gesegnet. Sag mal, ich an der Reihe bin, Jungs. Ich hab immer verstanden. Nun können die Nächsten kommen. Und Sie möchten auch Vergebung finden? Leider kann ich ihn nicht vergeben, weil sie sind. Das ist gut, Herr Hausgrafen. Weil er was ist? Versprechen Sie, immer dem Volk zu dienen. Dann bekommen Sie auch den salzigen Pudding des Meisters. So. Ich schwöre. Der schreibt mir gerade, der heult gleich vor Lachen. Sie und seien Sie vergeben. Hausparty. Der Nächste, bitte. Clint, du bist dran. Jetzt oder nicht? Evo. Eigentlich erstmal auch die Seite. Achso, gut, die Seite, okay. Der hat jetzt echt den Gilly ausgezogen. Wir haben nichts an. Der Blatt. Sie sich in wahrer Demo zeigen und sich nackt vor den Mais zeigen. Ach ja. So nehmen Sie auch den salzigen Pudding. Hand zum Gruß. Und ihn wird vergeben. Für jedes Blutversünden, was Sie begangen haben. Kalli, du gleich, ne? Der Nächste, bitte. Ich gehe dann als Nächstes, okay? Ah, oh. Unser netter Helikopterpilot. Du bist stolpert. Auch ihm wird vergeben. Und so nehmen Sie den salzigen Pudding des Meisters entgegen. Amen. Er muss auch noch ein Lied dann stimmen, ne?
Sie müssen ihn mit seinen Chorsängern, mit seinen Chorknaben. Da ist eine Ausbildung. Tatsache/ ihm wird vergeben mit dem salzigen Pudding des Meisters für all seine Sünden. Und nun gehe hin und lasse den Pissen vor, mein Bruder. Korrupt. Ihm wurde vergeben, ist er nicht mehr korrupt. Ihm wurde vergeben. Wieso wurde mir nicht vergeben? Hausparty. So, Herr Olafsson. Auch Ihnen wird vergeben für all Ihre Sünden. Auch als Sie die Hundebabys mit einer Schrotflinte erschossen haben. Ja, ich habe sie gesehen. Doch der Meister ist gnädig und verzeiht Ihnen. Nehmen Sie Symbole. Der ist so gut, der Junge. Der ist so gut. Und üben Sie sich in Demut. Der war letztes Mal schon so krass, als wir den gefangen genommen haben, ey. So, hast du ja mitbekommen, die Tante ist jetzt von AIDS-Krebs geheilt. AIDS-Krebs, Alter. Mein Pfarrer. Wo läuft Löchel hin? Der Luke Skywalker. So böse. Sie waren böse. War so böse. Möchten Sie beichten? Möchten Sie beichten? Ja. Ich kann nicht mehr. Dann ja, ich will beichten. Mikrofon muted. Dann beichten Sie. Lassen Sie alles bauen. Ich habe heute Zivilisten getötet. Ich habe heute viele Zivilisten getötet. Das ist aber nicht gut. Und Sie sind Mexikaner, das noch viel schlimmer. Vergeben Sie mir doch endlich. Hey, der bitte. Weiße Arme. Bitte um Vergebung. Pudding des Meisters, eine doppelte Portion, weil sie Mexikaner sind. Danke. Und gehen Sie hin in der Vergebung. Danke. Kein Problem, der Herr. Wenn Sie doch im Nachnamen der Karabach. So. Wurde denn jemand noch nicht gesegnet? Schäm dich, Mexikaner. Schäm dich. Und der Herr Kalli. Ich wurde noch nicht gesegnet. Dann nehmen Sie auch den salzigen Pudding des Meisters entgegen und Ihnen wird vergeben Ihre Sünden. Microphone muted. Microphone activated. Da nun alle gesegnet sind und ich keinen salzigen Pudding mehr habe und dass ich hier ins Endlose ziehen könnte, werde ich die Messe nur beantwortet mit einem Gebet. Herr Pfarrer Stieglitz. Herr Pfarrer Stiegler, es wird nicht normalerweise noch ein Lied gesungen? Ich meine, Sie haben jetzt bei Chorknamen mit. Naja, ich wollte jetzt mit Ihnen ein Gebet sprechen. Ich spreche vor und Sie sprechen mir nach. Na gut. Da auch meine Gesangsstimme wurde mir abgenommen. Also kann ich nur beten. Nun bitte senkt alle euer Haupt. Und wir beten. Meister des salzigen Puddings. Meister des salzigen Puddings. Unsere Hände duschen wir in Sühne und Blut. Unsere Hände duschen wir in Sühne und Blut. Und Blut. Wir machten keinen Halt vor Katzen und Hundebabys. Oder alten Wir gaben uns der Korruption hin für das Geld und den Spaß am Töten. Nicht mitsingen, nicht mitreden, lass die Kopf reden. Wir gaben uns der Korruption hin. Es sind nur die Kopf, die korrupt. Den Spaß am Töten. Und den Spaß am Töten. Doch nun wurden wir erleuchtet vom Meister und seinem salzigen Pudding und werden nie wieder Sünde begehen. Der Slash! Doch nun wurden wir erleuchtet von dem Meister. Ich hab den Text schon wieder vergessen, Nun die letzte Frage nochmal wiederholen. Ich will dann sie wiederholen. Wir haben den Glauben gefunden. Im Wir haben den Glauben gefunden. Wir haben den Glauben gefunden. Im Salzpudding des Meisters.
Abteilung. Warte ganz kurz, wir werden nie wieder Sühne begehen. Mikrofon aktiviert. Mikrofon muted. Und wir werden nie wieder Sühne begehen. Und wir werden nie wieder Sühne begehen. Und Hugo Stieglitz bei lebendigem Leib nach Hause ziehen zu Tante Gerda. Nix sagen. Amen. Amen. Zu Hause fliegen zu Tante Gerda. Zu seiner Tante Gerda. Amen. Ey, Jungs, wollen wir den nicht einfach gehen lassen? Das war einfach so cool, Alter. Ja. Die Predigt ist beendet. Ihr habt, glaube ich, gesegnet sei Hugo Stieglitz. Im Namen des Herren. Danke. Alle mal so ein Tier jetzt am besten. Nein, nein, nicht im Namen des Herren. Im Namen des Meisters und seines salzigen Puddings. Ja, Meister, ich habe eine Frage. Aber natürlich. Sagen Sie mal, wenn ich in jede Kirche reinkomme, warum brenne ich dann? Oder warum kann ich dann leicht dann brennen? Weil Sie sich nicht mit dem salzigen Pudding des Meisters geschmiert haben. Oh. Ah, okay. Oh, oh. Nun, die Predigt ist beendet und geht hin. Sonst meine Idee nehmen und den bauen, wenn Sie ganz viel sind. Oder? Ja, ja, gib ihm das. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was wir jetzt. Also ich würde die einfach gehen lassen. Auf Wiedersehen! Ich würde einfach mal Mühe geben. Ja, wir sind vor allem, sind wir gerade auf Server 2 und. Komm. Die Spende können Sie mir geben. Mikrofon muted. Ist dann Heli offen, Eko? Ja, Hugo, ich muss Sie noch was fragen. Woher wussten Sie das mit den Tierbabys? Das habe ich niemandem erzählt. Das habe ich gemacht, als ich 3 war. Woher wissen Sie das? Wissen Sie, die NSA weiß alles. Das Problem ist, wir haben eine gemeinsame Verwandte, Herr Olaf. Oh nein, ich habe es schon immer geahnt. Tante Gerda ist ihre Mutter. Nein. Sie hat wirklich? Drei weggegeben und darum töteten sie Hundebaby. Ich habe schon immer geahnt, dass da irgendwas dahinter steckte. Sie haben mich erleuchtet. Vielen, vielen Dank, Herr Hugo. Gut. Darf ich nun meines Weges ziehen? Ja, natürlich. Sie sind der Meister. Wir führen. Sie führen wieder, uns. Sehr gut. Herr Pichmut, wollen Sie den Officer House Party wirklich fliegen lassen? Soll ich das nicht übernehmen? Die fliegen wollen, ja. Nein. Schreiben Sie mich an. Ich werde sich egal. Ja, ich werde mich wieder an Sie wenden. Vielen, vielen Dank. Das war unglaublich. Ich hoffe, ich werde nie wieder eine Bleikugel an ihm abnehmen. Das war nämlich nicht sehr schön. Ja, gut. Aber noch was nicht anderes. Auf den Meister. Wollen wir auf meine Beförderung nicht auf schnell einen rauchen? Können wir auch machen. Oh, ich habe gehört, wir sollen einen rauchen. Mikrofon aktiviert. Mikrofon muted. Mikrofon aktiviert. Ja, dann fliegen Sie da mal hin, dann treffen wir uns da, dann finden wir schon einen Weg, um einen zusammen zu rauchen. Bekommen wir da freie Landeerlaubnis heute mal, ja? Freie Landeerlaubnis, jawohl. Dann vielen Dank und dann sehen wir uns gleich bei euch. Ja, bitte. So, alle einsteigen, Männer. Nicht in den Heli. Oder von mir auch in den Heli, ist eigentlich jetzt gerade egal. Oh Mann, war das gut. Sehr inspirierende Messe. Ja, auf jeden Fall mal was anderes, würde ich sagen. Der Typ ist so kaputt, ey. Ist einfach nur cool.